Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GT... Nein, natürlich nicht. Mafia 3! Ja, nach der letzten Folge. Die heute ein bisschen was länger war. Ich muss mal gerade mal kurz gucken. Wir müssen da rein, ne? Weil da ist irgendwo ein Arztding. Oh, wir haben noch eine Leiche. Die habe ich nicht gesehen. Komm, einer geht noch. Das haben wir doch in der letzten Folge schon zu Hause zur Genüge gemacht. Mal kurz eben. Lasst euch nicht stören von mir. Ich bringe mal die letzte Leiche weg. Ja, müsste eigentlich reichen. Darf ich die mal mitnehmen? Deswegen haben die so geguckt, weil da noch eine Leiche lag. Ihr könnt auch wieder arbeiten gehen, Leute. Ich habe ja alle so im Griff. Das war's. Oh, da sind noch zwei. Wir machen genau da weiter, wo wir eigentlich tatsächlich die letzte lange Folge aufgenommen haben. Nein, wir machen gleich weiter. Wir sollen mit Pablo Duarte reden. Hm. Auf jeden Fall jetzt gleich. Machen wir auch. Wenn ich die noch weggeräumt hab. Oh, die Alligatoren am Hunger, ja. Die Frage ist, kriegen wir die? Die treiben doch dahin, ne? Ja. Na komm mal her, mein Freund. Sorry, es ist jetzt... Klar, dass es jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig ist, aber... Naja. Oh, gute Nacht. So, das war der letzte. Jetzt machen wir uns auf, zurück. Ach, wir haben ja die Mühle hier. Wir haben ja unseren Argen noch hier, ne? So. Genau, wir fahren zurück zu Pablo Duarte, weil wir haben ja, können wahrscheinlich heute in der nächsten Folge oder dieser Folge den Boss machen. Das ist immer die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Weil das ist jetzt die siebte Folge dann quasi hintereinander. Das heißt, ich habe wieder für eine gute Woche am Material vorbereitet, dann... Und das ist halt immer gut. So. Der Schmuggel. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin normal gefahren. So. Holland kriegt keine Fuhre mehr raus nach Kuba. Großartig. Das ist super, ne? Annehmen. Auf geht's. Wir haben es irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein.
Solche Wichser trifft man am besten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt. Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke für die Warnung, Pablo. Aber ich hatte schon Schlimmeres als Pops. Holen Sie sich diesen Kommunistenfreund Holland, dieses Stück Scheiße. Konfrontiere Walter Pops Holland. So, nehme ich mir mein Auto wieder. Und dann holen wir uns den Typen. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Wie gesagt, nochmal, das wird die letzte Folge während der Aufnahmesession hier bei Let's Play Mafia 3. Wie gesagt, die letzte Folge mit einer halben Stunde war tatsächlich meiner Meinung nach schon ein bisschen jetzt viel zu lang. Aber das ist dann auch mal einfach der Tatsache geschuldet, dass ich gerade mal Spaß hatte, da mal kurz im aufzuräumen und einfach mal kurz die Leichen an die ja, Alligatoren zu verfüttern. Verziehen Sie sich, Mr. Blackie. Knochenschnitzer nicht holen. Ich im Schlaf aus deinem Bett zerrt. Die Jungs leben, Jungs. So, dann räumen wir jetzt nochmal auf. Lass uns diese Ficker hier am Hafenplatz machen. Auf, auf. Nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Da sind sie doch schon. Reichlich Arbeit hier, was? Ist doch gut so, wenn das nächste Baby schon unterwegs ist. Mein Baby ist gerade auch unterwegs für euch. Mr. Blackie, ha? Eigentlich war das anders, aber ein anderer Plan, aber gut, okay. Die räumen da hinten auf, dann mache ich von hier vorne los. Hey, Peter! Mit deinem fucking... Scheiße. Also manche dieser Typen, die dann kandidieren... Kleiner Sack, Junge. Headshot. So, dann räumen wir mal wieder ein bisschen auf hier. Nehmen wir uns mal kurz in die Dings mit. Und ich räume mal hier eben kurz in den Laden mit aus. Die räumen... Ach so, das waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Stimmt, die Yacht ist das. Ich erinnere mich. Armer Mistkerl. Ist der da hin? Ist der da hinten lang? Ach, der ist hinten irgendwo, ne? Verfluchte Zeit. So, der ist tot. Ich habe bestimmt noch ein paar Freunde dabei. Heute ist der letzte. Oh. Du bist also in einem komischen Büro da oben, oder was? Nein, diesmal werden wir nicht anfangen, zu Leute zu verfüttern.
Sondern wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da hochkommen irgendwo. Gut, die werden sich jetzt darum kümmern. Der Wichser hat sich verpisst. Das war's. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Feige Sau. Geh zurück und schau da drüben nach. So, aufgeräumt. Warte mal. Ist da noch irgendwo ein Bild oder was? Ja. Richtig. Lass deine dreckigen Finger von mir, du Hurensohn! Natürlich. Tot. Das Schmuggelgeschäft ist gesichert. Und die Sache kriegt Cassandra. Wenn wir Tick vor Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Meine Leute können den Bezirk im Halbschlaf sichern. Das ist kein Problem. Das wird's erst, wenn du bei unserem nächsten Treffen versuchst, ihn uns wegzunehmen. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Nein, diesmal werden wir nicht einmal aufzuräumen. Gesagt. Ich glaube, hier ist dafür eh zu wenig Wassergebiet hier in der Gegend. Und ich habe keinen Bock, die Leichen einzeln dahin zu schleppen. So. Was? So. Ja, geschafft. Trifft Donovan für Neues über Frank Pagani. Und dann kriegen wir doch noch eine Aufgabe. Mr. Clay, ich bin sehr gerne hier. Ich habe einen Verbündeten zu suchen. Oh, ein Gefallen. Das ist immer gut. Oh, eine Schelbe-Kobra. So, wir fahren jetzt mal dahin. Das sind noch 300 Meter. Ja, vielleicht wird es doch nicht die letzte Folge werden. Irgendwie vielleicht. Ich habe gerade irgendwie doch noch Bock, noch eine Folge zu machen. Was sind denn hier für Kopfsauer? Was sind die für gerade für Kopfauflauf? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann fragen wir Donovan aus. Und anschließend, vielleicht schicken wir danach Frank Pagan. Bis dahin und tschüss.